Ja, ich werde ein paar Bilder vorführen. Man sollte ja nicht völlig losgelöst von der Wirklichkeit diskutieren, nach Möglichkeit. Das ist immer hilfreich. Es sind auch ein paar nicht so ganz einfache Fragen, die man beantworten muss. Das ist ja schon angeklungen. Und ich muss Ihnen einfach zumuten, jetzt mal 20, 30 Minuten Ökonomie zu hören, zu lernen vielleicht. Anders geht es einfach nicht, weil man kann nicht eine komplexe ökonomische Frage diskutieren, ohne dass man sich mit ökonomischen Zusammenhängen auseinandersetzt. Und daran leidet ja auch die politische Diskussion, dass wir so tun oder viele so tun, als könnten sie über den Euro-Sachverständigen reden, aber eigentlich reden wie der Blinde von der Farbe. Und das ist genau das, was wir vermeiden sollten. Deswegen eine kurze Einführung sozusagen in die Krise der Währungsunion. Aber bevor man einsteigt in die Krise der Währungsunion, muss man fragen, was eigentlich eine Währungsunion ist. Das wissen wir ja schon meistens nicht. Die meisten Leute haben ja gar keine richtige Idee davon, warum man eigentlich eine Währungsunion, warum eigentlich Währungsunion? Hätte doch jeder so weitermachen können, wie er wollte, oder? Ja, das ist eine der zentralen Fragen in der gesamten globalen Ökonomie. Kann man einfach so machen, wie man will? Und wie geht es dann mit den Handelsbeziehungen zu den anderen Ländern? Ne? Man muss ja irgendwie, wenn man Handel treibt, wenn man eine offene Wirtschaft ist, kann man nicht einfach sagen, jeder macht, wie er will, weil es hat ja Rückwirkungen auf die anderen. Alles, was wir tun, hat Rückwirkungen auf die anderen. Alles, was die anderen tun, hat Rückwirkungen auf uns. Und deswegen muss es irgendeine vernünftige Regelung geben zwischen Ländern, wie sie miteinander Handel treiben. Ne? Und wie sie miteinander Handel treiben, ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Diese Frage ist bis heute praktisch unbeantwortet, nämlich wie sie vernünftig Handel miteinander treiben können, ohne dass es dauernd massive Störungen gibt, ohne dass es Ungleichgewichte gibt. Und die Währungsunion war der Versuch, eine Antwort darauf. War der Versuch, sozusagen den Binnenmarkt in Europa zu vollenden, indem man auch die letzten Friktionen abschafft, die es noch gibt zwischen den Ländern, dadurch, dass sich die Währungsverhältnisse ändern und die Währungen unterschiedlich bewertet werden. Und dieser Versuch ist, muss man heute konstatieren, ist leider gescheitert. Aber deswegen war der Versuch nicht falsch, sondern der Versuch war vollkommen richtig. Der Versuch, es besser zu machen, als es in der Vergangenheit war und besser, als es im Rest der Welt ist, war vollkommen richtig. Man sieht ja, welche verzweifelten Anstrengungen Länder machen, mit ihrer Währung, mit der Bewertung ihrer Währung durch die Devisenmärkte zurechtzukommen. Nehmen Sie das kleine Land Schweiz. Die Schweiz kann nichts anderes tun, als jeden Tag durch die Notenbank am Devisenmarkt zu intervenieren, um den Kurs des Schweizer Frankens bei 1,20 zum Euro zu halten und nicht weiter steigen zu lassen gegenüber dem Euro. Die Schweiz steht unter Aufwertungsdruck. Die Leute wollen alle Schweizer Franken halten. Und die Schweizer Währung würde so stark aufwerten, dass die Schweizer Wirtschaft innerhalb kurzer Zeit kaputt wäre, weil sie aufwertet. Aufwertet heißt, man verliert Wettbewerbsfähigkeit. Und deswegen muss die Schweizer Nationalbank jeden Tag, wie gesagt, in großen Summen intervenieren, um das zu verhindern. Und das zeigt, dass es nicht so einfach ist, dass man nicht einfach sagen kann, jetzt ohne Euro wäre alles besser gewesen, dann hätte jeder seine eigene Währung gehabt und dann wäre es gut gewesen. Nichts wäre gut gewesen, es wäre überhaupt nichts gut gewesen. Man kann ein anderes Land nehmen, auch ein kleines Land, Nachbarland von Deutschland, Österreich. Österreich hat nach dem Ende des Weltwährungssystems, das wir hatten, Bretton Woods, 50er, 60er Jahre, hatten wir ein Weltwährungssystem, wo die Wechselkurse auch fixiert waren. Nach dem Ende dieses Bretton Woods-Systems hat Österreich zum Beispiel seinen Wechselkurs an die D-Mark gehängt. Der österreichische Schilling hatte immer einen Wert von 7:1 zur D-Mark und das blieb die ganze Zeit so bis in die Währungsunion hinein. Die haben nie ihren Wechselkurs geändert. Ja, warum haben sie das gemacht? So was Blödes. Hätten doch können ab und zu ihren Wechselkurs ändern. Nein, aber sie haben ganz bewusst gesagt, wir wollen unsere Währung gar nicht ändern. Wir wollen unseren Wechselkurs beibehalten, weil das gibt uns eine große Stabilität und verhindert, dass international spekuliert wird mit dem Schilling. Und das ist eine große Errungenschaft gewesen. Und für die Österreicher war es dann ein großer Schritt, in den Euro hineinzukommen und Mitglied im Euro zu sein. Denn vorher wurde ihnen nur von außen sozusagen die Geldpolitik diktiert. Wenn man sich einfach an die D-Mark anhängt als Österreich, muss man das mitmachen, was die Deutsche Bundesbank immer vorgemacht hat. Ne? Wenn die Bundesbank die Zinsen erhöht hat, mussten die Österreicher Zinsen auch erhöhen. Und wenn sie runtergangen, genauso. Aber hinterher haben die Österreicher einen großen Schritt gemacht. Als die Währungsunion da war, saß ein Österreicher mit am Tisch und hat mitbestimmt, was passiert mit dem Euro und mit den Zinsen im Euroland. Das ist eine unglaubliche Errungenschaft für kleine Länder. Insofern, ich sage das nur mal vorneweg, damit nicht der Eindruck entsteht, dass hier redet einer, der gegen den Euro redet. Überhaupt nicht. Der Euro war eine große und gute Idee.
Es ist nur leider schiefgelaufen. Es ist nur nicht richtig gemanagt worden. Aber deswegen ist nicht der Euro als solcher falsch und ist auch nicht der Euro als solcher schuld. So wie manche jetzt uns weismachen wollen, ne? Auf der anderen Seite. Die sagen, der Euro war schuld, von vornherein hätte es nie funktionieren können. Das ist alles Blödsinn. Es hätte gut funktionieren können, es ist nur versaut worden. Und wer es versaut hat, das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Ne? Das kann man sich anschauen. Denn was ist das eigentliche Ziel einer Währungsunion? Was ist das Ziel einer Währungsunion? Was macht diese Währungsunion dann ganz konkret? Nun, man einigt sich auf eine gemeinsame Inflationsrate, die man erreichen will. Hm? Währungsunion heißt nicht, dass alle das gleiche Renteneintrittsalter haben müssen. Es heißt auch nicht, dass alle die gleiche Zahl von Urlaubstagen haben müssen. Und es heißt auch nicht, dass alle gleich reich oder arm sein müssen. Das ist auch Blödsinn. Ne? Das ist grandioser Blödsinn. Komme ich gleich noch zu. Die müssen nicht alle gleich reich oder gleich arm sein. Die müssen auch nicht alle gleich produktiv sein. Überhaupt nicht. Kann ganz viele Unterschiede in der Währungsunion geben. Das Einzige, worauf man sich einigt in der Währungsunion, ist, man sagt, wir wollen alle eine Inflationsrate von nicht mehr als 2% oder so. Das war das Ziel, was die Europäische Zentralbank festgelegt hat. 1,9% wollen wir erreichen. Und als Punktziel, nicht drunter und nicht drüber. Das ist das, was Währungsunion ist. Währungsunion hat auch gar nichts oder ganz wenig damit zu tun, wie viel Defizit ein Staatshaushalt hat. Das ist ziemlich unwichtig für die Währungsunion. Hat nämlich mit der Inflationsrate nichts zu tun. Sondern die Inflationsrate wird von ganz anderen Sachen bestimmt. Werde ich gleich zeigen, wovon die Inflationsrate bestimmt wird. Und das ist zunächst mal das Grundverständnis, das man haben muss. Der Euro war eine sinnvolle Idee im Prinzip. Zweitens, diese Idee beinhaltet ein einziges Ziel, nämlich das Inflationsziel. Und um das zu erreichen, muss man jetzt die Größen koordinieren, die die Inflation bestimmen. Das ist ganz einfach, ne? Wenn ich eine 2% Inflation erreichen will, muss ich mich fragen, ja, was macht denn 2% Inflation? Wo kriege ich die denn her? Und da sagen jetzt manche Leute, die Inflation kommt vom Geld. Ne? Wenn man viel Geld druckt, gibt es viel Inflation. Und wenn man wenig Geld druckt, gibt es wenig Inflation. Das ist leider eine dumme und falsche Theorie, Monetarismus genannt, die man getrost mal vergessen kann. Denn dann hätte ja nichts passieren können mit der Inflationsrate, wenn es so gewesen wäre. Denn wir hatten ja eine einheitliche Geldpolitik. Ne? Die EZB hat ja Geldpolitik für alle gemacht. Dann hätte ja niemals unterschiedliche Inflationsraten rauskommen können. Da wäre es ja kein Problem gewesen. In der Tat sind aber unterschiedliche Inflationsraten rausgekommen in den Ländern. Und das ist das eigentliche Problem. Wir hatten uns auf 1,9% Inflation geeinigt. Es ist aber was anderes rausgekommen. Und woran liegt das? Nun, das liegt daran, dass die Preise von den Löhnen kommen. Von den Löhnen und von sonst nichts. Die Preise kommen von den Löhnen. Ich springe jetzt mal ein bisschen meiner PowerPoint, um das mal einmal vorzuführen. Das muss man doch vielleicht gleich am Anfang mal zeigen. Der entscheidende Zusammenhang auf der ganzen Welt gilt das, das ist jetzt für Europa von 1961 bis heute. Der entscheidende Zusammenhang, auf den es ankommt, ist der Zusammenhang zwischen Löhnen, genauer Lohnstückkosten, erkläre ich gleich, was es ist, Löhnen und Preisen, der Inflationsrate. Dieser Zusammenhang ist absolut stabil über die Jahrzehnte hinweg, der ist stabil für alle Länder der Welt, kann man durchtesten, kommt man immer zu dem gleichen Ergebnis. Die Preise werden bestimmt von den Lohnstückkosten. Was sind die Lohnstückkosten? Die Lohnstückkosten sind der Abstand der Nominallöhne zur nationalen Produktivität. Ne? Wenn bei uns die Löhne um 5% steigen, was sie ja niemals tun, aber nehmen wir mal an, sie würden mal wieder steigen um 5%, und die Produktivität steigt um 2%, dann haben wir Lohnstückkosten von 3%. Das ist ganz einfach. Bei den Wachstumsraten kann man so rechnen. Lohnzuwachs minus Produktivitätszuwachs. Das gibt den Zuwachs der Lohnstückkosten. Und diese Lohnstückkosten bestimmen die Inflationsrate, ganz einfach. So, jetzt ist die Welt ja einfach, ne? Wenn das so ist. Wie macht man Währungsunion? Nun, Währungsunion macht man so, dass jeder sich an seine eigenen Verhältnisse anpasst, nämlich an seine Produktivität. In allen Ländern dürfen die Löhne steigen und immer zwar genau 2% über der Produktivität, über der nationalen Produktivität. Und wie viel Produktivität einer macht, ist vollkommen egal. Und wie viel von der Produktivität er sich leistet, wie er das ausgibt, ob er die Arbeitszeit verkürzt oder ob er Renteneintrittsalter tiefer setzt oder höher setzt, ist vollkommen egal. Seine Produktivität darf jeder nutzen, wie er will. Das Einzige, was er machen muss, ist die Löhne 2% über der eigenen Produktivität zu erhöhen. So einfach ist das. Das hat nur leider keiner kapiert. Es hat leider keiner kapiert. Und vom Anfang, jetzt inzwischen kapieren es ja ein paar mehr, sagen wir mal.
Aber am Anfang hat es gleich niemand kapiert. So, und jetzt schauen wir uns mal Deutschland an. Ne? Wenn ich sage Löhne, meine ich die Nominallöhne, also die ausbezahlten Löhne zunächst mal. Wenn ich über andere rede, Reallöhne, dann meine ich die Kaufkraft, das kommt gleich. Das sind die Löhne und die Produktivität. Die Nominallöhne und die Produktivität in Deutschland. Und zwar als Index gemessen 1999, Beginn der Währungsunion gleich 100. Das heißt also, jedes Jahr wird die Zuwachsrate drauf addiert, aufkumuliert. Und da sieht man, in Deutschland ist die Produktivität gestiegen von 100 auf 115, 16. Das sind etwa 1,5% pro Jahr. Ist in Deutschland die Produktivität gestiegen. Und die Löhne sind gestiegen um von 100 auf 125, 126, ein bisschen mehr. Und das ist leider zu wenig. Ne? Das ist zu wenig, denn wir haben ja gesagt, die Regel heißt 2% über der eigenen Produktivität. Und Deutschland liegt weit darunter. Und dann schauen wir uns Frankreich an. Frankreich liegt weit darüber. Und vergessen Sie Griechenland. Ne? Ich sage das gleich mal vorneweg. Ich werde hoffentlich Griechenland nie mehr erwähnen jetzt in meinem Vortrag. Griechenland ist vollkommen unwichtig. Vergessen Sie auch alle anderen kleinen Länder. Wir reden mal über Frankreich und Deutschland. Ne? Denn da ist das Problem da. Sie sehen das Problem. Das ist das Problem. Das Problem ist, dass die Löhne in Deutschland praktisch nicht gestiegen sind. Nur so nominal, nur so stark wie die Produktivität. Und in Frankreich sind sie genau 2% über der nationalen Produktivität gestiegen. Frankreich hat es genau richtig gemacht, zeige ich gleich noch. Und Deutschland hat es falsch gemacht, ganz einfach. Ganz einfach. Tja. Und wenn Sie diese Kurve jetzt, wenn ich jetzt Vorträge halte, dann zeige ich die Kurven so, sage aber nicht, mache aber nicht diese Erklärung vorneweg, die ich gerade eben gemacht habe. Und was passiert dann? Dann sage ich den Leuten so, wer hat denn richtig gelegen? Ups, also nochmal Frankreich oder Deutschland? Und die Antwort ist furchtbar einfach, ne? Natürlich hat Deutschland alles richtig gemacht. Weil da sind die Löhne ja nicht gestiegen. Wir haben ja unsere Wettbewerbsfähigkeit erhöhen wollen. Ne? Wir haben ja die Löhne nicht steigen lassen. Wir haben ja unsere Wettbewerbsfähigkeit erhöhen wollen. Nur das darf man in einer Währungsunion genau nicht. Man darf alles versuchen, aber nicht die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Das ist genau falsch. Denn das heißt, dass man unter seinen Verhältnissen lebt. Deutschland hat massiv unter seinen Verhältnissen gelebt, während die Franzosen genau auf ihren Verhältnissen gelebt haben. Das sieht man, wenn man sich die Reallöhne anschaut. Das sind die Reallöhne jetzt, also die Kaufkraft der Löhne im Vergleich zur Produktivität. Und da sieht man, Deutschland ist das nach verschiedenen Methoden gemessen, erkläre ich gleich noch. Aber da sieht man, in Frankreich sind die Reallöhne, also das, was real den Leuten, den Menschen, den Arbeitern zugute kam, genauso stark gestiegen wie die Produktivität. Und in Deutschland sind die Reallöhne weit zurückgeblieben. Die Reallöhne gemessen mit dem Inflationsziel, also in 1,9%, wenn man die Nominallöhne nimmt und die 1,9% abzieht, das ist die untere gestrichelte Kurve. Das ist die eigentlich relevante Kurve. Und die zeigt genauso wie die Kurve vorher, wie weit Deutschland vom Ziel abgewichen ist. In der Wirklichkeit sind die Inflationsrate dann ein bisschen stärker gestiegen. Das ist die blaue durchgezogene Kurve, aber das ist eigentlich nicht entscheidend. Die Löhne hätten sich ausrichten müssen an dem Inflationsziel von 1,9% plus der nationalen Produktivität. Und das haben sie in Deutschland genau nicht getan. Und deswegen zeigt es nochmal, wenn man jetzt das sich ein bisschen anders anschaut, nämlich die Lohnstückkosten, dann kommt man zu dieser einfachen Grafik. Die Lohnstückkosten müssten also genauso steigen wie die Inflationsrate. Das ist hier eingezeichnet, die Inflationsrate steigt mit 1,9%. Das ist das Inflationsziel, sollte mit 1,9% steigen. Ist auch fast genauso gestiegen. Es ist tatsächlich, de facto hat die Europäische Zentralbank dieses Ziel praktisch genau erreicht. Es ist nur ein unechter Durchschnitt. Warum ist es ein unechter Durchschnitt? Nun, weil die einen, das ist Deutschland, die Europäische Währungsunion, ist die blaue Linie ohne Deutschland, ein bisschen darüber gelegen hat und Deutschland weit darunter. Wenn wir jetzt nochmal Frankreich einmal, dann sieht man, Frankreich ist das Land, das sich am besten und das einzige Land praktisch, was sich hundertprozentig an dieses Ziel gehalten hat, die grüne Linie. Frankreich hat genau das getan, was eine Währungsunion verlangt. Die Südeuropäer haben über ihre Verhältnisse gelebt, keine Frage. Die haben über ihre Verhältnisse gelebt, aber nur ein bisschen im Vergleich zu dem riesigen unter den Verhältnissen Leben von Deutschland. Ein riesiges unter den Verhältnissen Leben von Deutschland. Und das ist vollkommen unbestreitbar.
Und nun sagen manche Leute, aber ich komme nochmal darauf zurück, wir sind da so produktiv, ne? Wir sind eben nicht so produktiv. Das ist eben eine glatte Lüge. Wir haben gerade eben schon gesehen, das kann man hier nochmal sehen, die Produktivitätszuwachs in Frankreich und Deutschland ist fast genau der gleiche. Fast auf dem Prozentpunkt genau gleich ist die Produktivität in Deutschland und Frankreich gestiegen. Also von wegen, wir sind ja so super intelligent und haben so super tolle Produkte und wir haben so super Technologie. Es ist einfach nicht zu finden, ne? Diese wunderbare Technologie. Das Einzige, was zu finden ist in der Statistik, ist die Lohnzurückhaltung, sonst nichts. So, und jetzt sagen manche, aber Deutschland absolut ist Deutschland doch besser, die Produktivität ist in Deutschland doch absolut höher. Das ist ja nur die Zuwachsrate gewesen. Nein, absolut ist leider auch gelogen. Wenn man sich anschaut, ist die absolute Produktivität, da können Sie das nochmal schön verfolgen, das ist jetzt Euro pro Stunde. Ne? Das ist ganz leicht zu verstehen. Das ist wirklich der Euro pro Stunde. 1999 war in Deutschland die Produktivität 35 Euro pro Stunde. Ganz einfach. Und die Löhne waren na 24, 23 Euro pro Stunde. Der Rest ist Profit, ne? Klar. So. Und da sieht man wieder, jetzt ist das, muss man aus statistischen Gründen, muss man das jetzt nominal rechnen. Das ist jetzt nicht die reale Produktivität, die ich gerade eben hatte, sondern nominale Produktivität. Aber man sieht, der Abstand zwischen Produktivität und Löhnen ist in Frankreich und Deutschland fast genau gleich geblieben. Das Einzige, was passiert ist, Frankreich war die Produktivität 1999 genauso hoch, ist auch genauso hoch real gestiegen, haben wir gerade eben gesehen. Nominal ist aber die Produktivität in Frankreich stärker gestiegen, das heißt, nur die Preise sind in Frankreich stärker gestiegen. Und das ist wieder Ergebnis der höheren Lohnsteigerung, das haben wir auch gesehen. Natürlich sind die Preise in Frankreich stärker gestiegen. Und das ist das ganze Problem. Zwischen Deutschland und Frankreich gibt es kein anderes Problem, als dass über die ganze Zeit der Europäischen Währungsunion die Preise in Frankreich stärker gestiegen sind. Warum? Weil die Löhne stärker gestiegen sind. Aber es war ja vollkommen berechtigt, dass die Löhne stärker gestiegen sind. Sie mussten stärker steigen, denn Frankreich hat sich ja an das Inflationsziel von 2% gehalten. So, und jetzt vergleichen Sie das mal, was ich bis jetzt gesagt habe, mit dem, was öffentlich diskutiert wird in Deutschland. Ne? So, und das Ergebnis ist dieses. Und diese Kurve kann man jetzt ganz leicht lesen. Diese Kurve liest sich ganz leicht. Die bedeutet, ein Produkt, was 1999 zu 100 Euro produziert wurde, mit Kosten von 100 Euro, 100 Euro kostet es, sagen wir mal, kostet heute, und die Löhne sind wirklich der entscheidende Kostenfaktor, das haben wir gesehen, kostet heute in Deutschland 110 Euro und in Frankreich kostet das gleiche Produkt 128 Euro. Und in Südeuropa hat es noch viel mehr gekostet, aber das sieht man, die haben die Löhne schon gesenkt, die sind inzwischen bei 132 Euro oder so. So, und jetzt brauchen wir nur die Frage stellen, ja, welche Produkte werden denn dann gekauft? Ne? Und natürlich werden die billigen Produkte gekauft. Deutschland ist der billige Krämer in Europa. Ne? Hat seine Produkte verschleudert, weil es die Löhne nicht erhöht hat, ganz einfach. Weil es die Löhne nicht erhöht hat. So. Und daraus haben sich dann eben Ungleichgewichte in der Handelsbilanz ergeben. Ungleichgewichte in der Handelsbilanz heißt, die einen haben nur deutsche Produkte gekauft, denn die Deutschen haben fast nichts im Ausland gekauft, was bedeutet, dass wir sehr viel mehr verkaufen, als wir kaufen. Wir verkaufen jedes Jahr, jetzt in diesem Jahr, für 180 Milliarden Güter mehr, als wir kaufen. 180 Milliarden ist die Lücke zwischen Export und Import in Deutschland. Das ist hier in Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausgedruckt, ist aber diese Größenordnung. Und in Südeuropa sind diese Kurven nach unten gegangen, das heißt, sie sind ins Defizit gegangen, was wiederum bedeutet, die haben diese Produkte nicht gekauft im wirklichen Sinne, sondern sie haben sich verschuldet, um die Produkte zu kaufen. Diese 180 Milliarden mussten sie ja irgendwo herkriegen. Und wer hat ihnen wohl die 180 Milliarden gegeben? Na, Deutschland natürlich. Das heißt, alle diese Produkte, die Deutschland mehr verkauft hat, sind auf Pump gekauft worden, ne? Denn die hatten ja nichts, die mussten sie auf Pump kaufen. Und insgesamt ist das genau ausgeglichen. Wenn der eine hat unter seinen Verhältnissen gelebt, der andere hat über seinen Verhältnissen gelebt. Und der über seinen Verhältnissen gelebt hat, hat einen Kredit gekriegt von dem, der unter seinen Verhältnissen gelebt hat. Insgesamt ist das vollkommen ausgeglichen. Insgesamt ist das immer null. Komme ich gleich noch zu. Also diese Kredite, die diese Länder
genommen haben, davon haben sie die deutschen Produkte gekauft. Ne? Es gibt ja Leute, die denken, die haben damit, wir haben das ja das Kapital exportiert, damit es investiert wird. Ne? Damit es investiert wird in Griechenland und sonst wo. Denn manche sagen ja, die deutsche Rente hätte man davon bezahlen sollen in 30 Jahren. Ja, ihre Ersparnisse sind auch dabei. Hm? Machen wir uns nichts vor. Alle ihre Ersparnisse sind auch dabei. Die liegen nicht bei ihrer Bank. Das ist eine Illusion, dass die bei ihrer Bank liegen. Die sind alle ins Ausland gegangen und die Ausländer haben schon Güter davon gekauft. Das heißt, es ist nichts mehr da. Ne? Es ist nicht so, dass da jetzt noch was liegen würde. Oder dass da was investiert worden wäre, mit dem man in 30 Jahren die deutsche Rente bezahlen könnte. Mitnichten. Sind ja alles verbraucht, ist alles weg. Und da diese Länder jetzt gleichzeitig auch noch pleite sind und wir sie pleite gemacht haben durch unsere wunderbare Lohnsenkungspolitik, können wir ganz sicher sein, dass das alles weg ist. Hm? Also wir geben auch dieses Jahr 180 Milliarden ins Ausland, von denen wir ziemlich sicher sind, dass sie weg sind. Denn wenn die Länder keine Chance haben, wieder wirtschaftlich auf die Beine zu kommen, und das verhindern wir ja mit unserer super Wettbewerbsfähigkeit, verhindern wir ja, dass sie wirtschaftlich auf die Beine kommen, dann haben wir ihnen das Kapital geschenkt sozusagen. Und dann haben wir ihnen natürlich auch unsere Güter geschenkt. Die schönen Mercedes waren alle geschenkt. Wir sagen das jetzt erst hinterher, aber es ist so. Tja, so ist die Währungsunion gelaufen. Und jetzt sagt Frau Merkel, ja, so geht es ja nicht weiter. Ne? Jetzt sagt Frau Merkel, so geht es nicht weiter. Sondern ihr müsst euch jetzt gefälligst mal anpassen. An Deutschland natürlich. Er sagt ja niemand, Deutschland liegt zu niedrig. In Deutschland darf man das ja nicht sagen. Ist verboten. Es sagt ja niemand, Deutschland hat unter seinen Verhältnissen gelebt, sondern wir waren richtig, uns geht es ja gut. Ne? Ihnen geht es ja auch allen gut. Doch der Slogan in Deutschland, uns geht's ja gut, es hungert ja niemand oder weniger. Und insofern ist ja alles in Ordnung. Nur die anderen haben Fehler gemacht. Hm? Und deswegen müssen die anderen jetzt alle darunter, wo die blaue Linie ist. Ne? Die anderen müssen jetzt alle auf die blaue Linie, klar. Und einige fangen schon an. Da sieht man schon, hier haben wir zweimal ausgewählt, die schon angefangen haben. Griechenland hat seine Löhne schon massiv gesenkt, um 20% fast. Hat Griechenland seine Löhne gesenkt. Das hat nichts mit der Produktivität hier zu tun, nichts mit steigender Produktivität, sondern reine Lohnsenkung. Die Lohnstückkosten in Griechenland sind schon gesunken von 136 auf 121, also das ist schon 15% fast. Ne? In Spanien hat man auch schon eine Senkung, aber man sieht, die sind immer noch weit von der blauen Linie weg. Ne? Die sind schon weit runtergegangen, aber sie sind immer noch weit über der blauen Linie, was heißt, die Deutschen sind natürlich immer noch wettbewerbsfähiger, ne? Weil die Kosten in Deutschland liegen immer noch bei 110 und die Kosten in Griechenland liegen immer noch bei 120 fast, bei über 120. Insofern sind auch deren Produkte immer noch teurer. Insofern hat es bisher noch nichts gebracht, aber was ist passiert, was ist gleichzeitig passiert oder was ist durch die Lohnsenkung passiert? Nun, die Binnenkonjunktur in diesen Ländern ist zusammengebrochen. Hm? Was passiert, wenn übermorgen ihre Löhne oder ihre Pensionen oder was immer gekürzt wird um 20%? Nun, dann kaufen sie am gleichen Tag 20% weniger ein. Ne? Ganz einfach. Furchtbar einfach. Dann kaufen sie einfach weniger ein und sie kaufen natürlich in erster Linie ihre Binnenmarktprodukte weniger ein, 20% weniger. Und dann bricht ihre Konjunktur zusammen und die Arbeitslosigkeit steigt. Und das ist genau das, was passiert ist in diesen Ländern. In Südeuropa ist die Arbeitslosigkeit massiv gestiegen, nicht weil die Löhne zu hoch waren, sondern weil die Löhne gesenkt wurden. Weil die Löhne reduziert wurden, ist die Arbeitslosigkeit massiv gestiegen. Das ist ja das, was Frau Merkel wollte. Ne? Aber es war leider vollkommen absurd. Eine vollkommen absurde Maßnahme, weil wenn man die Löhne senkt, zerstört man die Binnenkonjunktur zunächst, bevor man beim Export irgendwas erreichen kann. Und in allen diesen Ländern hat die Binnenkonjunktur einen Anteil von 75% am gesamten Bruttoinlandsprodukt, am gesamten Einkommen. Und der Export hat 25%. Also um die 25% zu steigern, müssen wir erst diese 75% kaputt machen. Sehr logisch. Ja, ist alles deutsche Politik, ne? Über die keiner redet oder wenige reden. So, jetzt sehen wir auf diesem Bild aber was Schönes. Jetzt sehen wir auf diesem Bild etwas Wunderbares. Ich sollte noch dazu sagen, wir sehen ja auch gleichzeitig, dass in den Ländern, wo jetzt die Arbeitslosigkeit schon 25% ist, dass das schon erhebliche politische Spannungen mit sich bringt, ne? Die Demokratie ist kein Naturgesetz, was auch manche
nicht mehr verstehen. Demokratie ist kein Naturgesetz. Wenn die Arbeitslosigkeit weiter 25% bleibt, was passiert denn in diesen Ländern? Das muss man ja überlegen. Ne? Aber es gibt zwei Länder, in denen es noch nicht viel passiert, und das sind vielleicht die wichtigeren Länder, das sind Frankreich und Italien. Die haben sich eben noch gar nicht nach unten angepasst, sondern deren Löhne steigen munter weiter. Während in Deutschland die Löhne weiterhin sehr wenig steigen. Ne? Wir haben gerade das Ergebnis für das zweite Quartal gehabt. In Deutschland haben wir es geschafft, im zweiten Quartal 2013, obwohl es uns doch so gut geht und obwohl die Arbeitslosigkeit doch so niedrig ist, wie alle sagen, sind die Reallöhne in Deutschland gestiegen im zweiten Quartal 2013 um null. Um null. Und im ersten Quartal sind sie gefallen. Das ist ein Desaster ohne Gleichen. Ohne Gleichen. Ne? Ohne Gleichen. Denn das bedeutet, das ist jetzt der Höhepunkt der deutschen Lohnentwicklung. Ne? Höher geht es nicht mehr. Am Höhepunkt der deutschen Lohnentwicklung haben wir es geschafft, dass die Reallöhne null sind und die Nominallöhne um 2% steigen oder sowas. Das ist vollkommen lächerlich. Also Deutschland bleibt da unten, das kann man absehen. So, und jetzt sagt Frau Merkel, das müssen nur Frankreich und Italien auch darunter. Und das muss man sich vorstellen, das sagt Frau Merkel einfach so. Und es widerspricht hier praktisch niemand. Das Erste, was das bedeutet, wenn Frankreich und Italien auch darunter gehen, das bedeutet, dass das Inflationsziel, das wir uns einmal gesetzt haben, aus vielen vernünftigen Gründen von 1,9%, nie mehr erreicht wird. Wir haben dann Deflation. Und wir haben schon Deflation. Wir haben schon Deflation. Wenn Sie in die Statistik schauen oder wenn Sie, was Sie hoffentlich täglich tun, Flassbeck Economics lesen, kennen Sie das? Sollten Sie kennen, dann wissen Sie, dass wir schon in der Deflation leben. Die Preissteigerung in Europa, die letzte, die wir haben, vom August, glaube ich, war 1,1%. Das ist Deflation. Man hat diese 2% Inflation nämlich gemacht, weil es immer Messfehler in der Statistik gibt, die dazu führen, dass alles, was unter 2% ist, schon Deflation ist, Preissenkung praktisch. Nur die Statistik misst es nicht ganz richtig. Deswegen setzt man eine positive Rate als Preisstabilität. 2% ist Preisstabilität. Alles, was darunter ist, ist Deflation. Also das Erste, was Frau Merkel sagt, wir machen jetzt mal Deflation in Europa. Und wer widerspricht? Niemand. Das Zweite, was Frau Merkel implizit sagt, die Franzosen und die Italiener sollen jetzt die Übung der Griechen und der Spanier nachholen. Ja, was würde das bedeuten? Nun, das bedeutet genau das Gleiche, was in Griechenland und Spanien wird. Wir hätten dann in Italien, Frankreich auch 25% Arbeitslosigkeit. Überhaupt kein Zweifel. Denn die müssen ja auch ihre Binnennachfrage zerdeppern, damit sie eine Chance haben, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Nun muss man sich das vorstellen, ganz Südeuropa mit 25% Arbeitslosigkeit. Ne? Das ist dann ein Niveau, was über der Depression von 1930 liegt. Ich lebe seit 13 Jahren in Frankreich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Frankreich das politisch, irgendeine Regierung in Frankreich das politisch überleben wird. Herr Hollande wird aus dem Élysée-Palast gejagt, innerhalb von Tagen, wenn die Arbeitslosigkeit in Frankreich 20% ist. Und wer wird in Frankreich die Macht erobern? Das können Sie schon in den Zeitungen lesen. Vorgestern oder wann, vor 3 Tagen, gab es eine Wahl, eine Nachwahl in Südfrankreich. Wer hat sie gewonnen? Eine Dame namens Marine Le Pen, Front National. Die hat sie gewonnen. Die hat neulich schon in Paris in einem Arrondissement 42% gekriegt. Wir müssen das nur so weitermachen, dann wird 2017 der französische Präsident zum ersten Mal eine Dame sein. Und diese Dame wird dafür sorgen, dass Frankreich aus Europa aussteigt. Und zwar mit Gewalt. Und das ist dann Folge der deutschen Politik, machen wir uns nicht vor. Nichts anderes als Folge der dummen und unverantwortlichen deutschen Politik seit 15, 20 Jahren. Nichts anderes. Und in Italien gibt es auch Kandidaten für diese Entwicklung. Wir sorgen gerade dafür, dass dieses Europa explodiert, aber es explodiert nicht einfach, es implodiert eher. Und die Sieger dieser Implosion werden auf der rechten Seite des Parteienspektrums sein. Das ist überhaupt keine Frage. Und es fängt ja selbst bei uns schon an, also bei den Siegern im Wettbewerb der Nationen, da wird ja schon rechts gewählt. Schauen Sie Österreich an. Österreich haben rechte Parteien, ganz rechte Parteien 25% gekriegt oder 28% gekriegt. Und rechte und halbrechte Parteien haben 55% gekriegt.
Und wo ist die Linke? Wo sind die Sozialdemokraten? Wo sind die anderen Linken? Die tauchen überhaupt nicht mehr auf. Ja, warum? Weil sie das Thema nicht ansprechen. Es spricht doch niemand dieses grandiose Thema an. Wer hat es in dem deutschen Wahlkampf angesprochen? Die SPD hat es doch zu einem Tabu erklärt. Die SPD hat es explizit zu einem Tabu erklärt, dieses Thema anzusprechen. Sie wollte nicht über Europa sprechen, weil sie hat ja gar keine andere Position. Sie hat überhaupt keine Position. Ich weiß nicht, was für eine Position sie hat. Ja, und da liegt der Hase im Pfeffer sozusagen. Ich werde aber zu lang und höre gleich auf. Ich sage noch kurz die Lösung. Es gibt nur eine einzige Lösung für dieses Problem. Das ist jetzt in Englisch, aber ist völlig egal. Mal bis 2022 eine Lösung aufgezeigt. Die Lösung ist völlig logisch. Wie immer auf der Welt gibt es nur Ursachentherapie, die am Ende hilft. In Deutschland müssen die Löhne steigen, in anderen Ländern ein bisschen weniger. Nicht Lohnkürzung, sondern ein bisschen weniger steigen, sodass es 2022 eine Angleichung gibt. Das ist jetzt mal eine Rechnung. Man kann das auch anders rechnen, ist völlig egal. Über 10 Jahre würde das bedeuten, dass in Deutschland die Löhne nominal um 4,7% steigen müssen. Da sind wir unendlich weit von entfernt. Ne? Da sind wir nach dem Metallabschluss, ich will ihn jetzt nicht nachrechnen, er weiß es besser als ich, weit, weit entfernt. In Österreich haben jetzt die Metaller, ich war gerade in Österreich am Montag, in Österreich haben die Metaller fordern jetzt in Österreich 3,4% Forderung. Die fordern 3,4%. Die Österreicher haben fast das Gleiche gemacht wie wir, haben auch also Lohnzurückhaltung gehabt die ganzen Jahre, nicht ganz so schlimm wie in Deutschland. Die fordern jetzt 3,4%. Wer 3,4% fordert, will explizit nichts. Der will nichts, der ist froh, oh, uns geht's ja gut. Ne? Bloß nicht anrühren. Das ist die Welt, in der wir leben. Und diese Welt funktioniert nicht. Man mag sich das so einreden. Ist schön, wenn wir keine Lohnsteigerung haben und wir aber die Arbeitslosigkeit so ein bisschen niedrig halten und wir keine Sorgen haben. So funktioniert die Welt nur leider nicht. Die Welt funktioniert nicht so. Es geht nicht so. Man muss das fordern, was man produziert, muss man selbst einfordern, damit man es selbst verfrühstücken kann. Das heißt, jeder muss seine Produktivität auch wirklich real ausgezahlt kriegen und er muss sie selbst benutzen für sich und nicht im Kampf der Nationen, um andere niederzukonkurrieren. Und wer das tut, wird am Ende verlieren. Der Sieger wird der Verlierer sein. Ist ganz klar. Der Sieger ist am Ende immer der Verlierer. Ja, so einfach ist das. Ja, weil man andere Nationen nicht wirtschaftlich besiegen kann. Ne? Ein Unternehmen kann ein anderes Unternehmen besiegen, kann es aus dem Markt schmeißen, dann ist das Unternehmen weg. Aber in Frankreich leben 60 Millionen Menschen, die sind nicht einfach weg, ne? Aber das kennen wir ja schon, ne? Wenn wir so ein bisschen zurückdenken, so ungefähr 23 Jahre, gab es ja schon mal so eine Schlacht in einer Währungsunion, zwischen Ost und West. Und der Sieger hat am Ende bezahlt. Die anderen haben auch bezahlt, aber der Sieger bezahlt immer noch. Und die 60 Millionen Franzosen sind nicht weg, aber die können dann unsere Güter nicht mehr kaufen. Wenn wir sie endlich wegkonkurriert haben, können sie unsere Güter nicht mehr kaufen. Was machen wir denn dann? Dann haben wir zwar keine Konkurrenz mehr, aber auch keine Kunden mehr. Ne? Ja, dann müssen wir unsere Mercedes verschenken. Das machen wir aber jetzt sowieso schon. Wir wissen es nur nicht. Wir bilden uns immer noch ein, die werden bezahlt. Aber wir verschenken sie in Wirklichkeit ja schon. Aber dann, wenn die alle niederkonkurriert sind, wenn wir die Welt besiegt haben, sozusagen im Kampf der Nationen, dann verschenken wir alles. Dann produziert Deutschland für die ganze Welt und alle legen sich an den Strand und warten, bis der deutsche Scheck kommt, mit dem sie die nächsten deutschen Güter kaufen. Wunderbar. Nur auch so funktioniert die Welt leider nicht. Ne? So funktioniert die Welt auch nicht. Selbst wenn sich in Deutschland das ein paar Irre einreden. Gut, und damit komme ich zu dem Ende. Ich will es noch kurz mal zeigen, der Elefant im Porzellanladen. Wer das ist, wissen wir jetzt. Ja, das ist Deutschland. Deutschland ist der Elefant im Porzellanladen. Und wenn der Elefant nicht da rausgeht aus dem Porzellanladen, können Sie alles andere vergessen. Aber Sie sehen, das ist etwas Erstaunliches. Ne? Ich fahre morgen nach Griechenland und ich werde das da wieder erleben vermutlich. Man erlebt es überall. Über den Elefanten im Porzellanladen redet man nicht so gern, ne? Auch in den anderen Ländern kann ich Ihnen sagen, in Frankreich, ich bin ja viel in Frankreich unterwegs und anderswo, die reden alle gern über irgendwelche Nitty-Gritty. Ne? Die Korruption muss jetzt in Griechenland bekämpft werden und die Bürokratie in Frankreich und was. Alle reden gern über so Kleinigkeiten. Das heißt, auf dem Porzellanladen übertragen, alle fangen an, immer Tassen zu kleben. Ne? Wenn der Elefant da rumtobt, dann gucken sie, oh, da ist schon wieder eine Tasse zerbrochen, die kleben wir jetzt mal schnell.
Aber den Elefant will eigentlich niemand sehen, ne? Nein, das ist kein Elefant. Nein, wo soll der Elefant herkommen? Das ist eine komische menschliche Art, die ganz großen Probleme immer genau zu übersehen. Ne? Ja, man muss sich mit dem Elefanten anlegen. Man muss sagen, da ist der Elefant, der macht alles kaputt. Und es hat keinen Sinn, dass ich Tassen klebe, wenn der Elefant weiter im Porzellanladen ist. Der muss da raus. Tja. Hier zeige ich Ihnen mal Finanzierungssalden, sind das der Wirtschaftssektor in Deutschland. Ich hatte ja schon gesagt, Ersparnisse und Schulden sind immer das Gleiche, ne? Oder? Einige gucken ganz erstaunt. Schulden und Ersparnisse sind immer das Gleiche. Auf der Welt kann nur einer sparen, wenn einer sie verschuldet. Haben Sie das schon mal gehört? Nee. Ja, es ist so. Man kann keine Schulden machen, wenn keiner spart. Und man kann nicht sparen, wenn keiner sie verschuldet. Aber wir wissen ja, Schulden sind ja ganz schlecht, ne? Der Schuldner ist immer der Böse und der Sparer ist immer der Gute. Ja, das ist auch grandioser Unfug. Weil uns schon die Buchhaltung sagt, und das ist nichts anderes als Buchhaltung, makroökonomische Buchhaltung. Weil es schon die Buchhaltung sagt, dass niemand sparen kann, wenn sich nicht einer verschuldet. Wenn Sie Ihr Geld auf die Bank tragen als Ersparnis und niemand holt es da weg, was passiert dann? Niemand holt es weg und verschuldet sich. Und dann bricht die Wirtschaft zusammen, ganz schnell. Innerhalb von 2-3 Monaten ist die Wirtschaft tot. Ja, weil man kann nicht sparen, das kommt ja nicht zurück. Was auf der Bank liegt, liegt auf der Bank. Wenn die Unternehmen eine bestimmte Summe an Löhnen und Pensionen am Anfang des Monats auszahlen, am Ende des Monats kommen immer 10% weniger zurück, sind die Unternehmen und der Staat innerhalb ganz kurzer Zeit pleite. Also irgendjemand muss das Zeug von der Bank nehmen und muss es investieren, hoffentlich vielleicht, aber ausgeben, wenigstens ausgeben. Und jetzt sieht man mal eine funktionierende Wirtschaft, links, erstmal hinschauen bitte. Ach, ich habe hier jetzt einen Pointer sogar. Das ist noch eine funktionierende Marktwirtschaft, 60er Jahre in Deutschland, ne? 61 bis 71. Da waren diese Salden so, und jetzt kann man das aufspalten, kann man sagen, es gibt immer 4 Sektoren in der Volkswirtschaft. Es gibt private Haushalte, es gibt die Unternehmen, den Staat und dann gibt es das Ausland, das gesamte Ausland. Das ist also die gesamte Welt und der Saldo der Welt ist immer genau null. Ne? Das ist logischerweise so, weil der eine nicht mehr ausgeben kann, als der andere spart. Der Saldo der Welt ist immer genau null. Die Netto-Schulden der Welt sind immer genau null. Es gibt ja Leute, die rennen rum und sagen, die Schulden in der Welt, das ist völliger Quatsch. Die Schulden der Welt sind immer null. Das Geldvermögen der Welt ist auch immer genau null, weil sich das ja genau ausgleichen muss. Das ist reine Logik, ne? Hat nichts mit Theorie oder so zu tun, das ist reine Logik. So, und da sieht man, dass sich das immer zu null ausgleicht. Wie waren die 60er Jahre? In den 60er Jahren haben die privaten Haushalte gespart. Das ist jetzt nicht genau das Einkommen der privaten Haushalte, es waren so 10% ihres Einkommens, ist jetzt gerechnet, müssen wir nicht drauf eingehen, ist unwichtig. Jedenfalls, immer 10% ihres Einkommens sparen die privaten Haushalte in den 60er Jahren. So, dann in den 60er Jahren sieht man, der Staat und das Ausland haben sich ziemlich rausgehalten, die haben ziemlich Nullsaldo gehabt. Und wer hat die Schulden gemacht? Und die Schulden haben die Unternehmen gemacht. Ja, wenn mir mal einer ein Glas Wasser reichen würde. Überlebe ich. Die Schulden haben die Unternehmen gemacht. Und das war eine normale Marktwirtschaft. Das war eine funktionierende Marktwirtschaft. Wo die Unternehmen die Ersparnisse von den Haushalten nehmen, von der Bank und investieren. Das ist Marktwirtschaft. Und nicht anderes. Ich bin überhaupt nicht dafür, dass der Staat Schulden macht dauernd. Der Staat muss nicht dauernd Schulden machen. Wenn die Unternehmen sich verschulden, ist das völlig in Ordnung. So, und jetzt kommen wir zu einer pervertierten Marktwirtschaft. 2000er Jahre, da haben wir eine pervertierte Marktwirtschaft, wo die privaten Haushalte immer noch sparen. Aber jetzt sparen auch die Unternehmen erstaunlicherweise. Die Unternehmen sind jetzt Sparer geworden. Ist doch schön. Und inzwischen, zeige ich gleich, spart der Staat auch. Der Staat war hier noch im Defizit, aber das war 2009. Ich zeige jetzt gleich die neue Kurve. Und der Staat spart inzwischen auch. Sind wir doch stolz drauf. Doch gut, der Staat macht jetzt Überschuss. Herr Schäuble mit stolz geschwellter Brust. Jetzt machen wir bald Überschüsse. Dann spart der Staat auch. Und sagen die alle, auch in der Linken sagen viele, bauen wir die Schulden ab, dann sparen wir noch mehr. Schulden abbauen ist ja nichts anderes als sparen. So. Und man sieht, wer hat die Schulden gemacht?
die anderen, die unsoliden Ausländer haben die Schulden gemacht. Die waren die einzigen Schuldenmacher. Und deswegen stimmt das, was ich vorhin gesagt habe, dass die ganzen guten deutschen Ersparnisse alle ins Ausland gewandert sind. Schauen wir uns das nochmal ganz aktuell an, bis 2012. Und zwar in absoluten Zahlen. Jetzt sehen Sie die absoluten Zahlen, die ich vorhin genannt habe. Ich sagte ja 180 Milliarden etwa. Spart der Deutsche, was man hier sieht, wenn man das zusammenzählt und die 150 etwa der privaten Haushalte kommen auf etwa 180. 180 Milliarden sparen wir also. Aber da wir ja im Inland keinen haben, der sich verschulden will, müssen wir die 180 Milliarden exportieren, sonst würde ja die Wirtschaft zusammenbrechen. Also geben wir den anderen unsere Güter und geben ihnen Kredit dazu, damit sie unsere Güter kaufen, damit sie unsere Mercedes und Porsches kaufen können. Und dann sind wir glücklich. Dann haben wir es geschafft. Nur, dieses Modell geht jetzt leider nicht mehr, weil die anderen jetzt inzwischen langsam pleite sind, alle. Ja, und wenn der Schuldner pleite ist, was machen wir dann? Dann ist dieses wunderbare deutsche Wirtschaftsmodell ist jetzt gerade am Ende. Gerade am Ende. Uns geht es ja gut. Aber gerade bricht es zusammen. Diese pervertierte deutsche Marktwirtschaft bricht gerade zusammen, weil es keine Schuldner mehr gibt. Und auf der ganzen Welt gibt es übrigens zu wenig Schuldner. Das kann man auch sehr leicht erkennen. Woran kann man erkennen, dass es auf der ganzen Welt zu wenig Schuldner gibt? Nun, das erkennt man einfach daran, dass der Zins null ist inzwischen auf der Welt. Denn warum ist der Zins null? Weil es zu viel Angebot und zu wenig Nachfrage nach Kapital gibt. Und das heißt zu viel Ersparnisse und zu wenig Schulden. Auf der ganzen Welt gibt es zu wenig Schuldner. Es will keiner mehr Schuldner sein. Die Länder wollen alle nicht mehr Schuldner sein. Ja, warum? Na, weil die Deutschen sagen, der Schuldner ist immer schuld. Ne? Der Schuldner ist immer der Depp. Und dann versuchen alle Länder, kein Schuldner zu sein. Nur wenn sie alle kein Schuldner sein wollen, wie können die Deutschen dann weiter Wirtschaft betreiben? Ja, überhaupt nicht. Ne? Es geht nicht. Wenn alle sparen, geht es nicht. Frau Merkel hat ja bis heute noch nicht verstanden, was Austerität ist. Sie sagt ja immer Austerität, Austerität, sagen die immer. Weiß man gar nicht, was es bedeuten soll. Das ist Austerität. Ne? Der Staat spart auch, wenn alle anderen auch sparen wollen. Das ist Austerität. Man kann auch sagen, es ist einfach blöd. Ne? Aber das versteht sie noch nicht. So. Ja, was machen wir jetzt? Ich bin schon am Ende jetzt sofort. Moderatorin guckt schon ganz unruhig. Nein. Was machen wir jetzt? Nun, jetzt müssen wir diese Salden müssen wir irgendwie ändern. Wir müssen zurück dahin, wo wir mal in den 60er Jahren waren. Die Unternehmen müssen sich verschulden. Ne? Das heißt, die Unternehmenssaldo, der muss da runter. Also das sind jetzt hier finanzielle und nicht finanzielle, ist nicht wichtig. Man sieht die Deutschen, da sieht man sehr schön übrigens dran, die Deutschen, das sind die deutschen Exportunternehmen. Ne? Nicht finanzielle Kapitalgesellschaften, das sind die deutschen Exportunternehmen, die sich dumm und dürmlich verdient haben, die so unendlich viel Geld verdient haben in den letzten 10 Jahren. Aber es redet ja niemand drüber. Ne? Da wollen wir nicht drüber reden. So, und was passiert jetzt? Was machen wir jetzt? Nun, wir müssen diese gelbe Kurve da runterbringen. Und die Kurve des Auslands, das ist ganz unten, die muss nach oben. Weil die sollen ja ihre Schulden zurückbezahlen oder wenigstens keine neuen Schulden machen. Wenn die keine neuen Schulden machen, müssen die 180 Milliarden, die jedes Jahr in Deutschland neu gespart werden, oder 150 dann vielleicht von dem privaten Haushalt, die müssen ja irgendwie untergebracht werden. Also um die müssen sich die Unternehmen verschulden. Ja, und wenn es das nicht gelingt, die Unternehmen zum Verschulden zu bringen und zu investieren, hoffentlich auch, ja, wer macht es denn dann? Der Staat? Nein, das wollen wir auf keinen Fall. Ja, aber es bleibt ja niemand mehr. Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir erklären den privaten Haushalten, dass Sparen blöd ist. Ne? Man muss sich vorstellen, Bundesregierung informiert, Sparen ist das Schlechteste unter der Sonne. Hört auf zu sparen, hört mit diesem blöden Sparen auf. Kann man sich gut vorstellen, ne? Ja, oder der Staat muss Schulden machen. Aber der Staatsschulden sind ja verboten jetzt in der Verfassung. Hm? Ja, es gibt keine Lösung. Es gibt nur die Lösung, dass die Unternehmen Schulden machen. Wenn der Staat keine Schulden machen soll, muss man die Unternehmen dazu bringen, Schulden zu machen. Wie kriegt man die dazu, Schulden zu machen? Nun, indem man das Geld abnimmt, was sie in der Tasche haben. Ganz einfach. Indem man sie höher besteuert und indem man die Löhne erhöht. Und dafür sorgt, dass sie nicht mehr so viel Geld haben, weil da müssen sie zur Bank gehen, sich verschulden. Das ist die einzige Lösung. Aber da wird es auch in der Linken allen ganz plümmerant, ne?
Unternehmen höher besteuern, naja, die immerhin Körperschaftsteuer stand, glaube ich, im Wahlprogramm der Linken von 15 auf 25. Warum eigentlich nicht 45? Früher hatten wir mal die einfache Regel, dass die Unternehmen so viel zahlen wie Privatpersonen. Warum sollte da ein Unterschied sein? 42 dann in der Spitze. Ja. Warum eigentlich nicht? Ja, es ist Tabu, ne? Es ist in Deutschland zum Tabu erklärt worden. Nur, wir werden an diesem Tabu scheitern, ne? Wir werden an diesem Tabu untergehen, weil wir dieses Problem nicht lösen können. Und wer dieses Problem nicht lösen kann, sollte einfach die Klappe halten, weil er hat keine Ahnung, wovon er eigentlich redet. Und das sind leider die meisten. Vielen Dank.